Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie. Was passiert hier? Achso, die fallen runter. Ich dachte gerade, ob die da an Förderbahn runterlaufen, aber das fällt einfach nur. Wo ist es da? Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So. Ein paar Sachen. Wir haben hier unten, oh ja, da ist tatsächlich ein Jungfisch, den wir da mal retten müssen. Das habt ihr mir nämlich geschrieben. Dafür brauchen wir einen Fischaussetzer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man den auch unter Wasser bauen kann. Deswegen bauen wir den vielleicht einfach mal an die Wassergrenze. So, den einmal nach dort. Dann brauchen wir ein paar, Quatsch, nicht Brutschränke, Fischfallen. Wie viele sind denn hier? Ich sehe nur den einen im Moment, oder? Seht ihr mehr? Ne. Hier vielleicht noch. Ne, es ist nur der eine. Dann würde ich hier... Ach, das ist sowieso schon eingestellt. Okay. Nur beim Aufräumen. Dann schauen wir mal, ob es hier unten vielleicht noch Tiereier gibt, die wir aufräumen müssen. Das ist nicht der Fall. Okay, gut. Ja, wenn es nur der eine ist, dann müssen wir ja hier eigentlich auch nur eine Fischfalle bauen, ne? Dass wir den da rausholen und dann hier herbringen. So weit, so gut. Okay. Dann ist der hier so, dass er gebaut werden soll. Aber der Bauauftrag ist auch schon was länger drin, ne? Da mag sich... Ach, sind die vielleicht wieder in der Rakete eingesperrt? Okay. Haben wir hier keine Schutzanzüge? Wir haben keine Schutzanzüge mehr? Haben wir ernsthaft uns durch alle Anzüge gebraten? Ach, Mensch. Ja gut. Dann ziehen wir jetzt was anderes vor. Besatzung brauchen wir nicht ändern. Wir schicken bei allen beiden Raketen die Besatzung rein. Lassen die zurückfliegen und dann füllen wir alles mal eben wieder auf. So. Unerreichbares Modul, unerreichbares Lager. Ja. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Achso, ist Conny. Doch, Conny ist da als Kur ausgewählt. Ist der vielleicht... Ne, Conny ist hier nicht drin. Okay, die drei sind hier schon mal drin. Dann... Ja, wobei, vielleicht warte ich noch eben, bis wir losfliegen. Oder ist Conny... Achso, Conny ist da. Ja, okay. Na, dann können natürlich... Ne, ich sollte mal eben reinschauen. Wir haben hier genügend Essen drin. Und wir haben hier kein Essen drin. Okay, dann müssen wir hier nochmal eben das umstellen, dass wir hier Dornen werden. Achso, aber Conny hat auch keinen Schutzanzug mehr. Das heißt, dann müssten wir das hier mal eben ausstellen. So, und jetzt kann er raus sich Dornenbeeren holen. Gut, dass wir gewartet haben. Nein. Das hier ist oberste Priorität. So, Aufträge. Bauzulieferung, Fischaussetzer. Warum? Oh. Prioritäten. Na Moment, warum haben wir überhaupt Dornenbeeren? Das ist vielleicht mal Frage Nummer 1. Ne, haben wir momentan nicht. Bedeutet, wir machen da mal einen Ernteauftrag drauf. Wählen uns Conny aus. Schicken den von dort weg nach da. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Landwirtschaft ist ganz oben.
Dann stelle ich die hier auch mal eben auf Prio 9. Dass er die dann gleich erntet, hoffentlich. Ernten, ja, macht er. So, den hier, das muss nicht mehr auf 9 sein. Das hat nicht mehr so diese Riesenpriorität diesmal hatte. Genau, und dann kommt nämlich nach dem Ernten Dornblüte einlagern. Was kommt jetzt? Geht zur Toilette. Machen wir... Oh Gott, genau so hatte ich mir das Video nicht vorgestellt. Dass ich auch auf solche Sachen wie mit den Schutzanzügen nicht... Ja. Ich überlege gerade, sollten wir vielleicht die anderen drei auch noch mithelfen lassen, aber die haben halt auch keinen Schutzanzug, ne? Dann haben wir nur noch mehr Verbrennung. Egal, wir warten die Zeit jetzt mal eben ab. Wir werden gleich, wenn die Raketen dann unterwegs sind, werden wir uns um die Abbauraketen kümmern. Dass wir da mal mit beginnen. Das können wir auch auf Schubora machen, auf unserem Hauptasteroiden. Verhungern. Conny darf aber doch Dornbeeren essen, oder? Dornbeeren. Ja. Okay. Ach, Moment. Aber die wurden jetzt natürlich abtransportiert. Das heißt, er muss gleich erstmal neue ernten. Aber so schnell wird er nicht verhungern. Geht jetzt wieder ernten. Gut, dass hier unten Sauerstoff ist. Ach, jetzt rennt er mit der einen Dornbeere. Ja, es ist ja logisch, dass er damit hochgeht und essen will. Ob wir den hier... Ich glaube, wir können den im Moment sich alleine überlassen, dass der sich da kümmert. Wo bauen wir die Startrampen für die Raketen? Also ich würde hier noch ein bisschen Platz lassen wollen. Das sind 8 Felder. Wir haben insgesamt 2, 4, 6, 7. 2 haben wir schon, also müssten wir noch 40 Felder wegbleiben. Das wäre bis dort. Das ist eigentlich blöd, dann... Machen wir mal nur 32 in der Hoffnung, dass wir einen Asteroiden nicht dauerhaft anfliegen müssen. Das wäre dann bis dort. Machen wir, lassen wir noch einen mehr Luft. So, das wäre dann an der Stelle. Dann könnten wir hier jetzt Plattformen bauen. Dann machen wir es mal so. Wir gehen hier gleich in die Vollen mit mehreren Raketen. Also... Ob wir die alle gleich fliegen lassen, weiß ich noch nicht, aber wir wollen zumindest die Option dazu haben, dass wir hier das so direkt bauen für mehrere. Dann würden wir hier an der Stelle noch wieder einen Teilchenblitz-Redirektor bauen, der die hier nach oben leiten könnte, um dann die Triebwerke zu laden, weil ich möchte hier erstmal mit dem Teilchenblitzantrieb arbeiten und das dann später umstellen. Conny macht jetzt hier Großernte. Und als nächstes steht dann Dornwerten eine Landwirtschaftsversorgung. Ja, meinetwegen auch das noch. Wobei, wir können ja jetzt hier, nachdem die geerntet sind, das wieder normalisieren. Lagert Lebensmittel. Ich hätte jetzt gehofft, er nimmt ein paar mehr mit als nur die eine, aber gut. Der
springt die auch in die richtige Rakete. Wir hätten natürlich auch alternativ einfach Bärenmatsch aus dieser Rakete nehmen können. Ne? Das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Da sind 58 Kilo drin, wenn ich das jetzt auf 40 Kilo stelle. Einmal raus und rein. Jetzt hätten wir da was übrig. Stellen das hier wieder um auf alle. Einen Schutzanzug haben wir. Dann könnte da ja jetzt jemand... das Essen da auch reinbringen. Ne? Egal. So oder so werden wir da gleich was zu essen drin haben. Das passt dann schon. Die hier sind jetzt gebaut. Sehr schön. Die Ziegel hier werden wir austauschen müssen gegen welche aus Obsidian. Sonst könnte das hier problematisch werden. Was dann wahrscheinlich dazu führt, dass das ganze Zeug da unten rumliegt, aber das ist dann ein Problem für Zukunftskriller. So, hier bauen wir jetzt 5 neue Raketen. Vielleicht bauen wir erstmal nur eine. Wir können das dann ja hinterher kopieren. Da eine Teilchenblitzrakete und dann hätten wir hier wieder einen Redirector dort an der Stelle, der die Teilchen dann rüberschießt. Ja. Und dann würden wir hier am Ende der ganzen Reihe, nämlich hier, auch einen haben, der sie wieder zurückschießt, falls alles voll ist. Und die Leiter, die dann hierher führt, aus Obsidian müssten wir dann, ne, vielleicht bauen wir sie dort, um hier dann noch sicher ist sicher. Auch ein paar Ziegel hinzubauen, dass das... aber die bauen wir erst später, damit wir da noch vernünftig ran können zum oh, das Zeug... na, okay. Manchmal ist es oben, manchmal unten. Das muss man auch nicht verstehen, oder? Okay, da wird jetzt... 3 Kilogramm ist hier jetzt drin. 5700 Kalorien. Ja. Das wird jetzt aber schon reichen, um zurückzukommen. Wobei, Buster kommt jetzt rein. Jetzt könnte Conny wieder raus. Genau. Und das hier stellen wir jetzt auch auf Besatzung. Da ist ja jetzt eigentlich alles drin, was wir brauchen. Den stellen wir wieder ein. Natürlich nicht durch, wenn ich das so eingestellt habe, dass da ein Anzug geliefert werden soll, dann kann er seinen nicht abgeben. Okay, jetzt können beide starten. Ja. Begrenztes Oxidationsmittel, ja, aber die Reichweite passt ja. 11 Felder. Ja. Das jetzt wieder ein, dass das Zeug hier abtransportiert werden kann. Und jetzt überlassen wir das Ganze hier erstmal so ein bisschen für sich selbst. Wäre schön wäre eigentlich gewesen, wenn der noch gebaut worden wäre, aber ja, Entscheidung dazu ist vertagt. So, hier bauen wir jetzt, aber wir müssten doch alle Raketen schon bauen, sonst geht mein Plan
nicht auf, um dahin zu kommen. Wir könnten das ja noch mal wieder korrigieren, aber erstmal. So. So, das als erstes. Jetzt können wir auch die Ziegel bauen. Den lassen wir nach rechts. Den hier nach links. Hier wiederum bauen wir dann Leitern dazwischen. Weil ihr seht schon das Problem, wir kommen da sonst gar nicht hin. Und wenn ich... Kann ich das schon eigentlich? Ja, ne? Aber hier oben über die Raumfahrermodule und mit den Zwischenleitern, dann geht das schon, dass wir da überall hinkommen. Und von hier aus können wir dann ja die Leitern weiter nach oben bauen, um die Raketen zu versorgen. Was wir eben vermeiden wollen, ist, dass wir hier in dieser Höhe zwischen den Teilchenblitzen uns bewegen können. Und das kriegen wir so ja ganz gut hin. Theoretisch könnten wir, wenn das hier gleich mal fertig gebaut ist, dann auch das hier dicht machen sollten, was vielleicht sogar, damit dann auch hier niemand hinkommt. Ja, wobei, das können wir eigentlich nicht, weil wir ja hier noch Transportstationen brauchen. Also hätte ich eigentlich hier ein Feld mehr noch Abstand halten müssen, ne? Ach, nicht gut genug überlegt. Und wir müssen die hier ja auch dann noch wieder mit Sauerstoff versorgen, sprich solche Gerätschaften hier. Wobei, wir können ja dieses Podest mit der Leiter dann hier nach oben noch verlängern, ne? Das geht ja schon. Ja. Entschuldigung, jetzt musste ich auch noch leicht aufstoßen. Ich hoffe, das war nicht zu überhören. So, wie geht's unseren Leuten hier? Conny erstmal gut, der darf hier mal eben aufwischen, was da irgendjemand als Geschäft hingemacht hat. Hier gibt es nichts zum Aufwischen. Bärenmatsch, das können wir jetzt wieder hochstellen. Dass es auch aufgefüllt wird. Das ist das Teil für die Schutzanzüge. Das muss neu befüllt werden. Das hätte ich jetzt auch nicht, naja, für möglich gehalten, dass wir die so schnell verbrauchen. Oxylit, das ist soweit alles klar. Ja, mehr Material brauchen wir da auch nicht mitnehmen. Was haben wir hier dann jetzt noch? Ach, der ist für Schutzanzüge gedacht, der ist für Oxylit gedacht. Und da die Dornenbeere wieder raus, ne? Dorthin. 1,8, 2,6 Zyklen. Ja, so schnell wird das ja nicht schlecht, oder? Gucken wir mal eben. Das wird schon schief gehen. Conny ist ja auch noch relativ, hat ja jetzt noch 3298 Kalorien. Der kommt damit ja wahrscheinlich sogar zurück, ohne dass was passiert. Okay, dann können wir das ruhig schon machen, dann haben wir nämlich nicht später das Problem, dass da noch mal wieder jede Menge, wie heißt das doch gleich, Dornbeeren reingebracht werden. Meine Sätze funktionieren wieder nicht, beziehungsweise mein Kopf funktioniert nicht und ergibt mal wieder keine sinnvollen Sätze. Ups, da müssen wir gleich noch mal ein paar Aufträge wieder abbrechen. So, das darf alles gebaut werden. Was brauchen wir denn jetzt noch in der Rakete zum Einsammeln? Planen wir doch mal eben. Also für den Triebwerk, fürs Triebwerk haben wir alles. Wir werden noch brauchen ein bisschen Gas, also Sauerstoff. Wobei, das können wir auch mit Oxylit eigentlich abdecken. Ne? Brauchen wir dann gar keinen Gasfrachtkanister. Ja, vielleicht um das CO2
rauszupumpen, aber das können wir mit den Onboard-Mitteln eigentlich machen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Gasfrachtkanister. Was wir bauen sollten, wir brauchen auch kein Solarmodul. Definitiv sollten wir ein Artefaktmodul bauen. Vielleicht sogar mehr als eins. Nee. Ein Batteriemodul ist, glaube ich, nicht verkehrt. Damit sich die Batterie während des Fluges aufladen kann. Und wenn wir dann nämlich an einer Stelle stehen, erzeugt unser Triebwerk ja keine Energie mehr. Also wenn wir da mit dem Bohrkegel arbeiten. Dem Bohrkegel selbst. Ah, wir brauchen ja logischerweise auch noch Lager für das Zeug, was wir abbauen. Klar. Frachtraum, Flüssigkeitskanister oder Gasfrachtkanister. Oder jeweils das große... wie groß ist denn das? Das würde passen. Nee, passt nicht. Okay, dann müssen wir... das Ding wieder... Warum geht es nicht? Muss das erst gebaut werden, damit es entfernt werden kann? Na gut, tauschen wir das mal. Den großen Frachtraum gegen den normalen Frachtraum. Und jetzt hätten wir noch wieder ein Feld frei. Dann würde ich vielleicht doch noch so ein Solarmodul bauen, das ein bisschen Strom erzeugt, während wir dann auf der Stelle stehen. Und da oben drauf kommt dann jetzt der Bohrkegel. Und den Frachtraum könnten wir halt tauschen dann gegen Flüssigkeits- oder Gasfrachtkanister, je nachdem, was wir an der Stelle dann brauchen würden. Das sieht doch erstmal nach einem funktionierenden System aus, oder? Würde ich sagen. Jetzt geht's dann ans Innenleben. Oh je. Ich hoffe, dass es nicht zum Absturz kommt, wenn ich jetzt Blueprint nehme. Das ist die Erkundungsrakete. Das ist was ganz anderes. Das hier ist mit Schutzanzügen. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Das hier ist ein... recht altes Design, was... Aber, obwohl, nee, das ist eigentlich perfekt dafür, mit dem Liegestuhl und so, ne? Bauen wir das Ding mal ab. Oh, sind unsere Raketen schon zurück? Nee, doch nicht. Ach so, weil wir jetzt so viele gebaut haben. Ja, klar. So, das hier könnten wir doch hier theoretisch... so reinbauen. Jetzt würde ich die ganzen Rückwandobjekte erst nochmal wieder abbrechen. Und ein Plumpsklo, das können wir ja nun wirklich besser, ne? Also. Das Ding bauen wir auch noch nicht, weil wir es erst mit Sauerstoff füllen wollen. Aber das hier ist im Grunde jetzt der Bereich, wo wir dann eine Toilette reinbauen können. Ich würde wie immer in den Raketen gerne die Wandtoilette bauen. So. Huch. So, das Rohr. Nicht die letzte Effizienz, aber so. Dann haben wir da auch reichlich Wasser, weil die sind immer ein bisschen unterwegs. Wir werden nicht so viel brauchen, aber hier ist es dann für mich lieber wieder haben als brauchen. Was ich dann noch überlegt hatte, ist ja, dass wir den Gasanschluss nutzen, um hier CO2 abzupumpen. Dafür wiederum bräuchten wir... muss ich gerade mal denken, Gaseingangsarmatur. Ach nee, aber dafür bräuchten wir einen Raketenlager. Das ist ja das Falsche. Wir müssten das eigentlich dann direkt mit einer...
Gaspumpe machen, ne? Aber es wird ja gehen. Wir könnten das hier mit einem Rohrgasdetektor, mit einem Gasabzug ja durchaus realisieren. Ja, das sollte so möglich sein. Wollen wir theoretisch schon anfangen, die hier zu beladen? Könnten wir eigentlich machen, ne? Ziehen. Ne, stopp, das machen wir noch nicht. Sondern wir müssen ja erstmal den an der Stelle zerlegen. Jetzt sind sie zurück, oder? Zumindest eine. Das ist geöffnet. Ah, das ist Connys Rakete. Okay, das hier. Ja, dass wir hier befüllen können und abholen können und so weiter. Ist alles in Ordnung. Wieso ist die denn schneller als... Tankung funktioniert. Jetzt müssten wir eigentlich noch mal eben schauen. Ausgang sendet ein grünes Signal, weil das Teilchen Blitzlager voll ist, weil diesen hier müsste ich darüber ja noch wieder steuern. Also brauchen wir hier Automatisierungskabel aus Wolfram. Sendet ein grünes Signal, wenn das Teilchen Blitzlager voll ist. Jetzt. Okay, also wir müssten das auf jeden Fall, wenn das nicht voll ist, kriegen wir ja ein rotes Signal und dann müssen wir das hier mit einem Nichtgatter machen, der das Ding hier ein- und ausschaltet, ob das die Teilchenblitze aufnimmt oder nicht aufnimmt. Soll heißen, das hier machen wir erstmal. Ne, das erste, bevor wir das machen, ist, dass wir den umschalten, dass der nach links schießt. So. Weil wir arbeiten hier ja gleich dann durchaus in einem gefährlichen Bereich. Jetzt ist nur noch mein Gedanke gerade, wenn ich die jetzt alle miteinander verbinde, kann ich das so machen oder muss ich da mit einem Oder-Gatter? Ja, wisst ihr was? Probieren wir das doch einfach. Ja. Ich führe die mal alle hier runter. Huch. Weil das müssen wir ja so oder so schon machen. Ergänzen bzw. bearbeiten können wir das gleich immer noch. Da kommt die nächste. Die sind aber jetzt noch eingesperrt, weil wir hier keine Schutzanzüge haben, ne? Aber da dürften alle rein. Das heißt, es könnte ja jetzt jemand kommen und Schutzanzüge bringen, richtig? Ja. Ja, es müsste eigentlich so gleich passieren. Ganz genau so. Ja, das bauen wir gleich alles so fertig. Und da müssen wir jetzt gleich auch schon zum Ende kommen nach der... Ja, das ist ja jetzt eine knappe halbe Stunde. Aber es ist schon 13.38 Uhr auf meiner Uhr, Samstagmittag. Das Video, das eigentlich immer um 12 Uhr kommen soll, hat heute ein bisschen Verspätung. Deswegen möchte ich jetzt gleich... Also die halbe Stunde wollte ich machen, die haben wir ja fast. Dann... ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir werden morgen hier weiterbauen. Vielleicht habt ihr jetzt schon ein paar ergänzende Tipps, die ich dann fürs morgige Video noch mit einbringen kann. Dann schreibt sie mir gerne. Ansonsten, ja, schreibt mir gerne auch was anderes. Und dann sehen wir uns morgen im Video. Oder schaut vielleicht mal bei Cosmod hier rein oder irgendwo was anderes. Vielleicht ist da ja was Spannendes für euch dabei, ne? Also, macht's gut. Bis bald und tschüss.
Thank you.